Dann schalten wir doch gleich direkt zu Eva Stein vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und sie erzählt uns einiges zum Gesamtprojekt und zum Archiv der Flucht selbst. Hallo, ich bin Eva Stein. Ich arbeite im Haus der Kulturen der Welt und bin hier zuständig für die Vermittlung, für die kulturelle Bildung / politische Bildung und möchte jetzt etwas über das Archiv der Flucht erzählen. Das Archiv der Flucht ist eine Plattform im Internet, die 41 Filme präsentiert von Menschen, die in den letzten 70 Jahren nach Deutschland geflüchtet sind. Diese Interviewfilme sind zwischen 1,5 und 6 Stunden lang und beleuchten nach einem relativ wiederholten Schema der Fragestellungen das Leben der Menschen vor dem Entschluss, nach Deutschland zu flüchten, die Ereignisse der Flucht selbst und das Ankommen und Leben in Deutschland. Und wir, die Vermittlungsabteilung, haben die wunderbare Aufgabe, mit diesem Material Vermittlungs- und Bildungsangebote zu entwickeln oder entwickelt zu haben. Und das haben wir mit dem medialen Faden gemeinsam getan. Mit dem medialen Faden arbeiten wir seit mittlerweile 5 Jahren eng zusammen, insbesondere im Kontext von Schulprojekten. Schools of Tomorrow ist ein großes Projekt, bei dem wir die medialen Pfade kennengelernt haben. Die Wahl, mit den medialen Pfaden zu kooperieren, haben wir getroffen, weil wir die Arbeit im Digitalen so wahnsinnig spannend finden. Die medialen Pfade haben sehr, sehr innovative Angebote entwickelt, insbesondere für Jugendliche, die es gewohnt sind, im digitalen Raum eher zu arbeiten als im analogen. Darum wollten wir auch für das Archiv der Flucht Tools entwickeln lassen, in diesem Fall, oder mit den medialen Pfaden gemeinsam entwickeln, die sich im Digitalen abspielen und die das Archiv der Flucht im schulischen und außerschulischen Bereich aktivieren lassen. Eva Stein vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin, vom HKW.